Hallo zum dritten Teil des Telefonats zwischen Amber und Johnny. Zunächst versuche ich jedoch, etwas Kontext hineinzubringen, da ich euren Kommentaren von Teil 1 und 2 entnehmen konnte, dass sich stellenweise Fragezeichen bildeten. Zunächst einmal, es ist nicht bekannt, wann die Aufnahme gemacht wurde, was es ein wenig erschwert, den Inhalt sachlich zu beurteilen. Aus diesem Grund fasse ich zunächst mal die Fakten zusammen, die dafür sprechen, dass die Aufnahme vor dem Erlass der einstweiligen Verfügung gemacht wurde. In Teil 1 beklagt Amber das Vorgehen von Johnnys Anwälten, die offenbar in irgendeiner Art und Weise auf ihre Scheidungsklage reagiert haben. Was das für Dokumente waren, die Laura Wasser bei Gericht eingereicht hat, das ist nicht bekannt und wird in diesem Telefonat nicht besprochen. Darüber hinaus hat Amber Johnnys Anwältin Laura Wasser beschuldigt, mit dem Einreichen dieser Dokumente bei Gericht Informationen an TMZ weitergegeben zu haben. In diesem dritten Teil wird deutlich, dass es sich dabei um Informationen handelte, die in Zusammenhang mit dem Notruf stehen, aufgrund dessen die Polizei am Abend des 21. Mai in Ambers Penthouse gerufen wurde. Amber beklagt sich in diesem Teil über eine falsche Berichterstattung von Seiten TMZ, die sie der Lüge bezichtigten, als es um Ambers Behauptung ging, die Polizei sei aufgrund körperlicher Gewalt gerufen worden. Da die einstweilige Verfügung mit keinem Wort erwähnt wird, vermute ich, dass das Telefonat davor geführt wurde. Fakt ist, Johnny hat das Telefonat aufgezeichnet und es wurde als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Noch eine Anmerkung zur Audioaufnahme selbst. Einige Passagen sind kaum zu verstehen und die Aufnahme ist übersät mit gestotterten Halbsätzen, zig Wiederholungen und Versprechern. Das muss aufhören. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Reputation wiederherstellen soll. Wir setzen zusammen einen Brief auf, in dem wir sagen, wir ziehen das raus aus der Öffentlichkeit. Wir sagen, wir arbeiten an einer Lösung. Wir sagen, dass die Medien diesen Hass kreiert haben, dass das krank macht und dass wir uns lieben. Und dass wir sicherstellen, dass es jedem von uns gut geht. Dass wir uns in der Vergangenheit gestritten haben, das wissen Sie schon. Das spielt keine Rolle. Es spielt eine Rolle. Du hast ja keine Ahnung. Jede Unze meiner Glaubwürdigkeit wurde mir auf unehrliche Art und Weise genommen. Amber, mit dieser Missbrauchssache, damit müssen wir klarkommen. Amber, damit müssen wir klarkommen. Mein Guthaben ist meine Glaubwürdigkeit. Und warum hast du es dann publik gemacht? Das habe ich nicht. Du hast mich dazu gezwungen. Dein Team hat mich dazu gezwungen, als sie den Angriff starteten. Ich habe dich nicht gezwungen. Schau dir die Timeline an. Ach, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Du glaubst eh nicht, was ich sage. Aber ich bin nicht dumm. Jeder Schritt war ein Angriff. Ich habe das nicht publik gemacht. Lass mich mit meinem Team reden. Ich habe die Polizei nicht angerufen. Ja, Ayo hat die Polizei angerufen. Du hast ihm gesagt, er soll die Polizei anrufen. Ich habe die Polizei nicht gerufen. Ich habe keine Aussage gemacht. Ich wollte dich beschützen. Du hast Ayo gesagt, er soll die Polizei rufen. Wann? Während das passierte? Oh, das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber das letzte Mal, als es verrückt zwischen uns beiden zuging, habe ich wirklich gedacht, ich verliere mein Leben. Und ich dachte, es passiert aus Versehen. Und ich habe dir das gesagt. Ich sagte dir, oh mein Gott, das erste Mal. Amber, komm schon, ich habe einen Finger verloren. Und du hast mir eine Dose Brennspiritus ins Gesicht geworfen, die mich an der Nase traf. Du kannst den Leuten erzählen, dass es ein fairer Kampf war und lass uns sehen, was der Richter darüber denkt. Lass uns sehen, was die Jury und der Richter denken. Erzähl's der Welt, Johnny. Ich, Johnny Depp, ein Mann. Ich bin auch Opfer häuslicher Gewalt. Das ist ein fairer Kampf. Lass uns sehen, ob die Leute dir glauben und ob sie sich auf deine Seite stellen. Das spielt keine Rolle.
Genau, weil du bist größer und stärker als ich. Und wenn ich sage, dass ich dachte, dass du mich töten willst, und das bedeutet nicht, dass du damit konterst, dass du deinen Finger verloren hast. Ich versuche hier nicht, dich zu attackieren. Ich versuche nur, dir zu erklären, weshalb ich sagte, ruf den Notruf an. Denn du hattest deine Hände an mich gelegt und du hast mir ein Telefon ins Gesicht geworfen. Und in der Vergangenheit gab es auch schon verrückte Sachen. Und ich habe wahrlich geglaubt, ich muss hier einen Stopp einlegen in diesem Wahnsinn, bevor ich verletzt werde. Oh mein Gott. Ich habe mich niemals auf diese Art und Weise verteidigt. Ich habe mich niemals als Opfer gesehen. Das ist deine Schuld, weißt du? Ja, klar. Und als die Polizei da war, habe ich nicht kooperiert und es wurde gegen mich genutzt, nicht von den Medien, sondern von deiner Seite. Was meinst du damit? Wer sind die Medien? Die Katze ist doch raus aus dem Sack. TMZ ist in deiner Tasche und du hast keine Ahnung davon? Während ich bei Gericht war, hat TMZ über die Sachen mit der Polizei berichtet. Sie behaupteten, die Polizei sei niemals da gewesen. Und dann haben wir das bewiesen, dass sie da waren. Und dann hieß es, ah, es war nur eine Streife. Und dann haben sie ihre Story zurückgezogen. Aber sie haben es nicht gemacht, wie es objektive Medien machen würden. Nein, sie haben eine neue Story produziert, dass es nur eine Streife war. Und ich sagte, nein, es waren zwei. Und das musste ich erneut beweisen mit den Sicherheitsberichten vom Gebäude. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben sich wieder eine neue Lüge einfallen lassen. Und das war's. Und jeden Schritt, den ich tat, war deshalb, weil diese Nachrichtenquelle in Martys Tasche ist. Ich meine, das ist Loras Quelle. Okay, listen. Alright, listen, here's the Okay, weißt du was? Hör zu. Du glaubst, was du glauben willst. Ich rufe diese Leute an. Ich schaue, was los ist. Ich kümmere mich drum und dann rufe ich dich zurück. Soweit ich das beurteilen kann, willst du wirklich vor Gericht gehen. Und das wird es echt verschlimmern. Ich will nur meinen Namen reinwaschen. Das habe ich den Anwälten gesagt. Und deine Anwälte wussten das. Du kannst deinen Namen jetzt nicht mehr reinwaschen. Lass dich nicht von ihnen anlügen. Ich habe dir das von Anfang an gesagt. Ich will nur meine Glaubwürdigkeit und das Bedauerliche daran ist. Und was ist mit meiner Glaubwürdigkeit? Was ich dir buchstäblich versuche in Worte zu fassen, die aus meinem Mund herauskommen. Ich habe ihnen jedes Mal gesagt, sie tun Johnny damit weh. Denn jedes Mal, wenn sie mich einen Lügner nennen oder sie sagen, dies und das ist nicht wahr oder diese Textnachrichten von deinem Bodyguard gibt es nicht, und das nebenbei gesagt war eine Follow-up-Sache von deinen Bodyguards, die gesagt haben, es hätte niemals Missbrauch gegeben. Und das waren im Übrigen die gleichen Bodyguards, die mir gesagt haben, dass ich mich in Lebensgefahr befinde. Und einmal hatte ich das Telefon auf dem Tisch, das zufällig aufnahm, an einem unserer Orte, wo wir uns immer aufhalten und gegenseitig aufnehmen. Und danach, als wir das beendet hatten, sind wir rausgegangen und Jerry Judge hat Telefongespräche geführt. Und dann hat das weiter aufgenommen und ich habe das gar nicht gemerkt. Und Jerry Judge sagte am Telefon, dass er niemals körperliche Gewalt gesehen hat oder anerkennen würde. Du hast keine Ahnung, wie schlimm das werden kann für jeden Einzelnen von uns, der eine Aussage macht. Und es gibt Aufnahmen von Sean und Jerry, die das gesagt haben. Und beides kann ich beweisen. Oder ich meine anerkennen. Ja, da ist auch Travis, der hochkommen musste, um mich von dir wegzuziehen. Ja, aber das ist das, was du zu Travis gesagt hast. Das ist etwas anderes als Jerry Judge, der sagt, er hätte niemals körperliche Gewalt beobachtet. Und ich habe das aufgenommen. Nicht zu vergessen die vielen Male, wo sie sagen müssen, von mir und anderen Anwesenden, sie hätten nichts gesehen. Und das müssen die unter Eid aussagen. Weißt du, du musst auch unter Eid aussagen. Das werde ich. Weißt du, das Bedauerliche dabei ist, ich kann über das alles reden. Amber, glaubst du das alles? Ja. Du glaubst, ich bin ein Gewalttäter. Im Mai, im Dezember, im April. Glaubst du, du bist ein Gewalttäter? Nein. Glaubst du, dass du mich körperlich missbraucht hast? Ob ich glaube, dass ich dich körperlich missbraucht habe? Ja.
Weißt du, ich bin 115 Pfund schwer. Jetzt nicht mehr, aber das war ich. Also, ich bin eine 115 Pfund schwere Frau und ich habe die Kapazität. Das ist nicht die Frage hier. Das ist nicht die Frage. War ich jemals in der Lage, dich umzuhauen? Du hast mit diesen Sachen angefangen. Willst du das wirklich sagen? Ich habe damit angefangen, wirklich? Ich war niemals in der Lage, dich niederzuringen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Warum hast du es dann versucht? Das ist der Unterschied, den die ganze Welt und ein Richter und eine Jury zwischen uns sieht. Der Unterschied zwischen dir und mir. Und all die Leute, die sich gemeldet haben und für dich gelogen haben? Ich kann beweisen, dass die Textnachrichten mit Hilfe forensischer Experten authentifiziert werden können. Oder egal, ob es Audioaufnahmen sind oder Fotos, es gibt so viele Beweise. Es gibt keinen Grund dafür, dass das alles rauskommen muss. Ich meine, ich habe nichts darüber gesagt, dass die Security ihren Job nicht gemacht hat. Ich meine, das war ein proaktiver Schritt, auf den ich habe reagieren müssen. Du kannst nicht automatisch denken, dass das hier nur meine Seite ist. Du bringst mich um. Deine Leute versuchen, mich umzubringen. Mein Sohn geht zur Schule und die Kids sagen zu ihm, dein Vater ist ein Frauenschläger. Daran denkst du nicht, Amber. Denkst du an meine Familie und all die Morddrohungen, die ich, meine Familie und jeder, der mir nahesteht, erhalte? Morddrohungen? Du hast das losgetreten. Warum sagen die Bodyguards aus und lügen? Das ist eine proaktive Maßnahme. Und warum hat dein Anwalt dann überhaupt die Scheidung eingereicht? Warum ist sie zu TMZ gegangen? Wenn du es privat haben wolltest, warum gibt Laura dann die Informationen an TMZ weiter? Meine häusliche Gewaltsache, mein Verhaftungsprotokoll. Was kommt als nächstes in den Medien? Die Gerüchte, dass ich ein Stripper bin? Natürlich erwarte ich das als nächstes. Ich habe denen das gegeben. Ich habe denen das gegeben. Das war's. Ich habe es ihnen gegeben. Wir sehen uns vor Gericht. Wir sehen uns vor Gericht. Ich habe das niemals gesagt. Ich habe das niemandem erzählt. Du hast mir das anvertraut und ich habe das nie jemandem erzählt. Und weißt du was, Amber? Ich habe es versucht. Damit sage ich dir, ich habe es versucht. Und danke dafür, ich sehe dich vor Gericht. Du willst das nicht im Guten regeln? Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Und weißt du was? Ich habe dich über so viele Jahre hinweg geliebt, aber du existierst nicht. Du bist nicht da. Du bist einfach nur ein Hirngespinst. Ich kann nicht glauben, dass du mir das antust. Hör auf, ich glaub das nicht. Es gibt keinen Grund dafür, grausam zu sein. Das Einzige, was du warst, ist grausam und wir gehen vor Gericht. Ich verteidige mich nur und das macht dich so ärgerlich. Du beschuldigst mich weiter mit dem, was du da gerade gesagt hast. Ich verteidige mich nur, was du gerade gesagt hast. Ich verteidige mich nur. Du verteidigst dich gegen etwas, das ich nicht getan habe. Und ich streite jetzt nicht mit dir, weil das wird kein Ende haben. Entschuldige mich. Ich verteidige mich und du attackierst mich. Entschuldige mich, ich bin gleich zurück. Kannst du mir eine Minute Zeit geben? Bitte gib mir eine Minute. Ich bin gleich zurück. Dies war der letzte Teil des Telefonats. Was haltet ihr von der Aufnahme? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald!